nie wieder die Hosentasche voller Batterien und mit einer nächtlichen Aufladung den gesamten Tag überhören. In diesem Video erfahren Sie alles rund um das Thema Akkuhörgeräte. Hallo, ich bin Niklas Spichalski, Gründer von My Second Ear und ich trage tatsächlich schon seit über 20 Jahren Hörgeräte. Ich selbst habe bereits verschiedene Akku- und Batteriegeräte ausgetestet. In diesem Video erfahren Sie alles zu Modellen, Zubehör, Vor- und Nachteilen sowie Kosten von Akkuhörgeräten. Starten wir also mit Akku-Hörgeräte, Lade- und Hördauer. Akkuhörgeräte erfreuen sich heutzutage großer Beliebtheit. Akkus werden selbst immer leistungsstärker, das heißt die Tragezeit pro Aufladung verlängert sich. Wie lange die Lade- und Hördauer sind, ist zum einen individuell vom Hörgerät abhängig. In der Regel haben Akkus eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Doch auch die Nutzung ist hier entscheidend. Das Nutzen von Bluetooth-Streaming sowie herausfordernde Hörumgebung reduzieren tatsächlich die tägliche Akkulaufzeit. Je älter das Akkuhörgerät ist, desto stärker lässt die Batterieleistung aber auch nach. Also ein Unterschied lässt sich nach ca. 3 Jahren in der Regel bemerken. Wenn Sie Ihr Hörgerät vollständig aufladen wollen, dann dauert es in der Regel so 3 bis 8 Stunden, wobei 8 Stunden dann auch wirklich sehr lange ist bei Akkuhörgeräten. Und kann durch besondere Ladestationen natürlich auch verringert werden. Dazu aber später mehr. Aber was gibt es denn überhaupt für Akku-Hörgeräte-Modelle? Alle großen Marken bieten Akku-Hörgeräte an. Zum einen Phonak, Oticon, Videx, Signia, Resound und auch natürlich Starkey. Alle haben eine Laufzeit zwischen 19 und 30 Stunden. HDO-Hörgeräte sind in den meisten Fällen als Akku-Variante erhältlich. Kleine IDO-Hörgeräte sind aber hingegen eher nur selten erhältlich. Ausnahme ist aber Starkey Evolve AI, Signia Active oder Signia Inseo AX. Kommen wir also zum Akku-Hörgeräte-Zubehör. Es gibt von den jeweiligen Herstellern verschiedene Ladestationen. Es gibt Ladestationen, die gleichzeitig Hörgeräte trocknen, wie zum Beispiel Phonak Charge and Care, Signia Dry and Clean, Videx Charge and Clean. Und es gibt tragbare Ladestationen für unterwegs, also mit einer Art Powerbank für Hörgeräte. Zum Beispiel Starkey Mini Turbo Charger, Audio Service Travel Charger, Oticon Smart Charger, Phonak Charger Case Go, Signia Active Charger. Dann gibt es Schnellladestationen wie zum Beispiel Starkey Mini Turbo Charger, Oticon Smart Charger oder den Signia Active Charger. Akkuhörgeräte haben wirklich unglaublich viele Vorteile. Zum einen sind sie natürlich wieder aufladbar, dann gibt es keinen Wechsel von Batterien und keine Hosentaschen mehr voller Batterien. Dann müssen Sie die Hörgerätebatterien natürlich nicht ständig anschaffen und kaufen. Sie sind unterwegs aufladbar und Sie haben eine lange Akkuzeit, die den ganzen Tag hält. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Das heißt, zum einen sind die Akku-Hörgeräte natürlich etwas teurer. Dann sind die Hörgeräte meistens nicht als In-dem-Ohr-Variante erhältlich. Und wenn eine Aufladung vergessen wurde, dann muss eine Ladung natürlich abgewartet werden. Wenn man allerdings hier seine Routine hat und die Hörgeräte immer abends in die Ladestation setzt, dann ist das eigentlich kein Problem. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Akkuhörgeräte sich eignen für alle, die keine Lust haben auf ständigen Batteriewechsel. Sie sind einfach in der Handhabung und können über Nacht aufgeladen werden. Auch Lösungen für unterwegs und zum schnellen Laden gibt es hier. Der Preis muss aber hier immer individuell abgewogen werden. Und es gibt Einschränkungen in der Auswahl an Bauformen. Und das, daran muss man ebenfalls denken. Also, dass es hier zum Beispiel nicht als In-dem-Ohr-Variante gibt. Ich bin tatsächlich persönlich großer Fan von Akkugeräten, da ich es leid bin, immer ständig Batterien in allen meinen Jacken und Hosentaschen zu haben und bin daher großer Fan von Akku-Hörgeräten. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was kosten denn überhaupt Akku-Hörgeräte? Nun, wir haben My Second Ear gegründet, um die Preise transparent
für Sie darzustellen. Das heißt, wenn Sie unten auf den ersten Link in der Beschreibung klicken, da kommen Sie auf unsere Webseite, wo Sie die verschiedenen Preise sehen. Der Preis ist immer pro Ohr und Ihren Krankenkassenzuschuss können Sie hier nochmal abziehen. Wenn Sie jemanden kennen, der oder die von Hörgeräten profitieren könnte, dann haben wir etwas für Sie. Wenn Sie unten auf den zweiten Link in der Beschreibung klicken, dann kommen Sie zu unserem Empfehlungsprogramm, wo Sie für jede erfolgreiche Hörgeräte-Kaufvermittlung 100 Euro bekommen und die Person, die Sie empfohlen haben, bekommt einen Rabatt von 100 Euro beim Hörgerätekauf. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Am besten Sie schauen noch weitere Videos von uns an und am besten Sie abonnieren jetzt direkt den Kanal und drücken zusätzlich noch auf die kleine Glocke. Dann bekommen Sie immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Ich bin Niklas Spichalski. Bis zum nächsten Mal.